So, diesmal bringen wir alle Orks um und ja, nee, ich glaube nicht. Wir gucken ab, wie weit wir kommen. Denn die Biester sind unmöglich. Aber wir hatten auf unserer Flucht quer durch den Schilf nur da noch einen Ork-Walk-Reiter gefunden und da noch so eine fliegende Kugel. Das heißt, mit etwas Glück ist es wirklich die Folge, wo wir endlich alle Orks umgebracht haben. Oh, da war gerade was. Ja, eine Kugel. Na gut. Schauen wir mal. Dieser komische Schutzschild, also diese Seelenverschmelzung, hält übrigens immer noch an. Obwohl ich locker eine Viertelstunde rumgestanden habe und die Lebenspunkte regeneriert. Was ich echt komisch finde. Aber gut, stellen wir nicht in Frage. Solange es eben ein vorteilhafter Zauber ist, kann er ruhig da bleiben. Kriegen jetzt doch ein bisschen viel Schaden. Ich sollte mich mehr darauf konzentrieren, Büsche auszuweichen. Auch wenn das bei den Dingern ja nicht wirklich gut geht. Und wie viel hast du noch? Nicht mehr viel. So, Stock in die Hand, hochheilen. So, also das war noch eine Kugel. Dann war da oben irgendwo noch eine und mindestens ein Walkreiter. Die Mana verschwenden wir jetzt mal nicht für noch einen Heilzauber, sondern wir gucken kurz hier oben, nur für den Fall. Nö, hier scheint nichts zu sein. Gut, dann hätten wir den Bereich auch schon mal erforscht. Also wir gehen jetzt ein bisschen nach unten. Nach Osten in den Bereich, wo wir noch nicht waren, nämlich da. Oder? Nee, vorher gucken wir hier hin. Und laufen direkt in die Stacheln rein und haben jetzt einen Grund, doch zu heilen. Ja, es war alles geplant. So. Und ich höre schon wieder eine Kugel. Oh. Schild in die Hand. Ich höre immer noch die Kugel. Vorsichtiger. Tapsen ja echt in jede Stachel rein. Also ich höre keine Kugel mehr, also müsste sie irgendwo da sein. Ja, genau da. Sind hier Stacheln? Nein. Also gut, haben wir genug Möglichkeiten auszuweichen. Vorschlag zurück, Vorschlag zurück. Und wir sind einmal aufgestiegen in den Schwertkünsten, also Stichwaffen. Auch wenn sich das ja nicht allzu sehr bemerkbar macht, aber jetzt ein bisschen müsste es ja bringen. Also es macht zwar schon einen gewissen Charme aus, wenn man die Stats nicht sieht. Also wie hoch ist die Trefferchance, ist wie hoch kritisch und was weiß ich. Aber manchmal vermisse ich das doch ein bisschen. Dann kann man wesentlich besser damit arbeiten, das meiste aus dem Charakter so rauskitzeln. Oh, wir haben den Stock nicht in der Hand und das Ding kann nicht angreifen, während wir zaubern. Das ist schon mal gut. So, jetzt aber Stock. Heilung. So, wir haben neue Gegner gefunden, aber die alten nicht wirklich getötet. Die Kugel wartet immer noch auf uns und der Walkreiter auch. Aber dafür müssten wir jetzt das Gebiet hier unten aufgedeckt haben. Ja, schön, schön. Also nach Osten bis hier so. Und dann gucken wir da noch und da noch. Nö, nix. Und wir laufen nicht so schnell, damit wir nicht wieder einen Stacheln. Ah, noch eine Kugel. Schnell auf Schild wechseln. So. Habe ich da gerade zwei Kugeln gesehen? Oder war das nur. Das war nur eine Illusion. Gut. Also ja, es sind vier Kugeln, aber trotzdem, da wäre noch ein Gegner. Das hätte ich jetzt nicht so gebraucht. Du fliehst? Nee, bleib schön hier. Das ist bestimmt auch gutes Training. Also weil je öfters wir zuschlagen müssen, nehme ich zumindest an, desto mehr Erfahrungspunkte bekommen wir auch. Beziehungsweise Waffenwertigkeiten.
Auch wenn wir momentan noch keine neue Waffe hätten, die wir benutzen könnten. Also es wäre ja ganz schick, wirklich von jeder Waffengattung eine aktuelle Waffe zu haben. Damit man dann ausprobieren kann, auf was die Gegner allergisch reagieren sozusagen. Aber das letzte Mal, dass wir eine Waffe bekommen haben, war das Schwert. Glaube ich zumindest. Und das ist schon eine ganze Ecke her. So, Mana ist alle. Und wir haben immer noch die Kugel da. Mal kurz was testen. Ja, wir haben schon wieder die Hälfte von der Waffenstufe erhöht. Das lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn es ein bisschen ärgerlich ist, dass wir immer... Hä? Oh, der steckt im Schild fest. Das wäre auch skurril. Also ja, es ist super Training, aber es ist ärgerlich, weil die Folgen dadurch ein wenig langweilig sind. Das heißt, wir wachen am Eingang des Schilfs auf, gehen hier rein, bringen irgendwelche Sachen um und gehen dann ein paar Minuten später gleich wieder raus, um uns hoch zu regenerieren. Da kann ich mir interessantere Sachen vorstellen. Wie ich schon mal erwähnt habe, in anderen Spielen, die wir auch noch spielen werden, also ich spielen werde und ihr zugucken, kommentieren und was weiß ich, da ist es ein bisschen besser gelöst. Also bei Eye of the Beholder und Lands of Lore 1, das sind so die nächsten Sachen, die mir in den Kopf kommen. Und die ich auch demnächst spielen werde. Ich weiß noch nicht, welches von beiden zuerst. Aber das ist wesentlich angenehmer gelöst. Ich kann ja einfach jetzt, während wir hier unsere Zeit damit verbringen, komische, psychedelische fliegende Kugeln zu töten, darüber nachdenken, welches von den beiden wir zuerst spielen. Also Lands of Lore hat Patrick Stewart, also Captain Picard, als Synchronstimme, auch wenn sie nicht besonders häufig vorkommt. Das ist schon mal ein Riesenplus. Eye of the Beholder ist aber echt ein Klassiker. Außerdem kann man den Charakter aus dem ersten Teil in den zweiten importieren und in den dritten importieren. Und sowas mag ich tierisch gerne. So, gucken wir mal kurz hier rein. Oh, da ist ein Gegenstand. Skorpion Nummer 5. Wobei wir nur einen brauchten. Ah, ja. Na gut, müllen wir unseren Sack mit Skorpionen zu. Und reicht unser Mana vielleicht noch für eine Heilung? Das wäre schick. Und Punkt. Ja, schön. Weil ich wollte nicht schon wieder Pause machen. So, da noch. Da sind noch Stacheln. Das sieht echt gut aus. Mit etwas Glück schaffen wir das noch mit den letzten Lebenspunkten. Skorpion Nummer 6. Also wenn es in diesem Spiel Alchemie geben würde, würde ich annehmen, dass Skorpione irgendeine Reagenz hier sind. Aber, nee, wahrscheinlich nicht. So, dann. Was ich bei Eye of the Beholder 1 halt, also bei der ganzen Serie ein bisschen schade finde, ist, dass es zu random ist. Also Lebenspunkte pro Stufe zum Beispiel, sowas mag ich gar nicht. Da ist noch ein Gegenstand. Ah ne, es war ein toter Gegner. Da sind die Walkreiter oder der Walkreiter. Nee, noch ein Kugel. Na gut. Und ja, für beide Spiele habe ich auch schon ein paar Leute, die darauf warten. Das heißt, so oder so werde ich jemanden enttäuschen. Oder jemanden warten lassen, also so. Aber genug Gerede von anderen Spielen. Wir wollen Anvil of Dawn weiterspielen. Das hat sich echt gemausert, das Spiel. Also ich hatte das ja am Anfang nur gespielt wegen die Luther, die das mal erwähnt hatten. Oder der das mal erwähnt hatte. Dann reingeguckt, ein bisschen angespielt und dann ging's los. Jetzt ist hier schon das Hauptprojekt geworden. So, das ist ein bisschen knapp. Oh, und der hat noch ganz gut Lebenspunkte. Nee. Gut, gehen wir wieder zum Eingang. Mal wieder. Aber ja, ist auf jeden Fall wesentlich mehr, als ich gedacht hätte. Vor allem, wo wir gerade letzte Folge oder vorletzte Folge gesehen haben, dass die Außenweltkarte noch wesentlich größer ist als gedacht. Und wir dadurch noch viel mehr Dungeons haben, die wir erforschen können. Wo hoffentlich irgendwann Rüstungen kommen, die besser aussehen. Und ein paar andere Waffengattungen. Und viel mehr Heiltränke.
Ein zweiter Händler wäre auch nicht schlecht. Aber ja, es ist noch mehr Content da und mehr Content ist immer gut. So, Magiestufe. Wollen wir vielleicht mal Punkte auf was anderes setzen? Aber wir benutzen nichts anderes. Die Sache ist nur, die mit einer Heilung kriegen wir schon fast den kompletten Balken voll. Aber na gut. So. Das schon mal in die Hand. Und ich pausiere mal wieder. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, jetzt aber. Jetzt gehen wir da rein und bringen den einen Gegner, der da noch ist, um. Das war doch nur einer, oder? Ja, er hier. Und eventuell noch ein Vorkreiter da hinten. Aber das müsste es dann wirklich gewesen sein. Mann, Mann, Mann. Ja, den Dungeon hier habe ich echt unterschätzt. Ich habe gedacht, ach, da ist ja Schilf, die kann man wegmachen. Dann machen wir einfach alles Schilf platt, bringen die Gegner schnell um und dann war's das. Aber nix da. Die Orkreiter haben uns richtig runtergehauen. Die Kugeln waren noch schlimmer. Da will ich nicht wissen, wie schwer dieser Titan-Dungeon da ist oder die Burg. Das wird hier nicht einfacher werden. Also, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Aber, ups, die können schießen. Oh, ist vorher noch gar nicht so aufgefallen. Hä? Haben wir ihn schon mal angehauen? Also ja, ist mir vorher noch gar nicht so aufgefallen. Aber es kommt auch daher, dass es hier nie wirklich viel Platz ist. Ich höre einen Ork mit einer sehr zivilisierten Stimme. Ah, und noch eine Kugel. Okay, so viel zu der Annahme, dass hier noch ein Gegner ist. Aber das wäre ja auch irgendwie zu schön gewesen. Und wir haben schon wieder kein Schild an. So. So, stirb, 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 stirb. Was ist denn da Blaues? Ah, da sind noch Eingang. Dann haben wir am Anfang ja ganz geschickt die Kugel hier umgangen, indem wir nach Westen durchgebrochen sind. Wir sind schwach und unbeweglich. Ja. Hängt das mit unserem Gewicht zusammen, weil das passiert schon recht häufig. Also würde Sinn machen, dass je mehr man trägt, desto eher man müde wird. Aber wir sind ja eigentlich stark genug dafür, das verstehe ich dann nicht. Na gut, diese Sachen können wir einfach mal, die kleinen Steine, schmeißen wir mal alle bis auf einen weg. Den einen behalten wir, falls wir mal irgendwo was hinwerfen müssen. Und die drei Steine würde ich eigentlich auch ganz gerne behalten, denn wir haben nur noch zwei Blöcke. Drei Blöcke. Und den Sack irgendwo rauflegen, um dadurch eine Druckplatte auszulösen, hat sich als nicht sehr vorteilhaft erwiesen. Unser einer Sack mit den ganzen Waffen liegt hier immer noch in der Burg. So, hast du was Neues zu sagen? Nö. Na gut, dann suchen wir jetzt einen Ork. Die Orks. Ich sehe, drei Stück. Was machen die hier den ganzen Tag? Poker spielen? Knie nieder, bevor du stirbst. Ja, und sich neue Sprüche ausdenken, das wohl eher. Aber wenigstens sterben die einen Tick schneller als die Kugeln. Mit etwas Glück stauben wir noch ein, zwei Heiltränke ab, damit wir in den nächsten beiden Dungeons da einen etwas leichteren Start haben. Ah, na komm schon. So, schnell wechseln. Ein bisschen Abstand gewinnen. Und hochheilen. Na, kommst du hinterher? Schaut gut aus. Und... ja, fast voll. Das ist echt der Hammer. Okay, wir haben auch alle Punkte in Fleischmagie investiert und haben diesen Superstab. Aber trotzdem ist es echt gut, dass wir jetzt mit einer Heilung fast voll werden. Bräuchten wir jetzt noch ein, zwei Mana-Tränke, damit wir uns noch öfters heilen können. Dann muss ich weniger oft pausieren. Das stört schon ein bisschen. So. Ich werde dir den Garaus machen. Und noch einer. Ja, die Pokerrunde ist fast voll. So. Ja,
Also die beiden bringen wir jetzt noch um, dann gucken wir in den Raum da rein. Und dann war es das mit diesem Dungeon. Schön, schön. Tok, tok. Genau, du. Geh nieder. Oder so. Und stirb einfach. Oh, oh, nicht wir sterben. Das wäre nicht gut. Also, ich habe zwar gerade abgespeichert, aber das sieht echt nicht gut aus. Nicht in Stacheln laufen. Also, ich habe zwar gerade abgespeichert, aber ich will nicht nochmal alle hier töten müssen. So. Ja, der Zauber da ist echt ein Flop. Aber da muss man schon eine reine Magierklasse spielen, um damit einigermaßen klarzukommen. Oh, shit. Und vor allem, auf was für einen Gegner will man das anwenden? Wenn es irgendein Bossgegner ist, dann wird er davon nicht beeinflusst werden. Und die normalen Gegner werden durch die Angriffszauber schon gut sterben. Also ja, komischer Zauber. Aber gut. Hier schauen wir mal hier rein. Hier ist nichts. Und hier ist die Mauer. Ja, schön. Also, können wir hier gerade durch? Nein. Aber ein-, zweimal nach Süden. Jetzt müssten wir gerade... Ne, ist auch einer. Na gut, wir können jetzt mal ein ganzes Stück geradeaus. Dann machen wir eine scharfe Rechtskurve. Ah, noch ein Stück. Dann machen wir jetzt hier mal eine Kurve. Und gehen hier lang. So, und jetzt waren wir vorhin in dieser Titanenstatue. Das heißt, das wird unser nächster Dungeon, da wo die Ketten runterhängen. Dann schauen wir doch mal. Also, wir mussten hier hoch über die Brücke, wo wir einen Arm Etten runtergeschubst haben. Also, indirekt runtergeschubst haben. Und dann kam gleich die Auswahl links zur Burg oder rechts zur Statue. So, jetzt. Links Burg. Rechts Statue. So, und hier speichern wir doch mal LP 32.